Der Kampf zwischen den Märkten und der Fed ist in einer entscheidenden Phase, denn jetzt geht es um die Glaubwürdigkeit der Fed, die ja klar gemacht hat, dass man an einer weiteren Lockerung der Financial Conditions keinerlei Interesse hat, aber die Märkte sorgen geradezu für diese Lockerung der Financial Conditions, indem die Aktienmärkte nach oben gegangen sind und bei den Anleihemärkten die Renditen nach unten gegangen sind. All das kann der Fed nicht passen und jetzt ist das Problem für Jay Powell und designen, dass die Märkte wissen, ja okay, das wird eine Zinsanhebung nur von 0,25% und ja, der Powell, der wird schon irgendwas Hawkisches versuchen zu sagen, aber who cares, entscheidend ist doch nicht, was er sagt, sondern was er machen kann und die Zinsen können, so meinen die Märkte, nicht mehr allzu weit steigen und sie können vor allem nicht 2023 dann oben bleiben und das ist jetzt das große Problem für Jay Powell und die Notenbanker innerhalb der Fed, dass sie irgendwie irgendetwas aus dem Hut zaubern müssten, um die Märkte wirklich zu überraschen, um den Märkten wirklich einen vor den Latz zu geben, um letztendlich auch ihre eigene Glaubwürdigkeit zu behalten. Und darin ist die Dramatik der heutigen Situation vielleicht so ein bisschen enthalten. Die Märkte sind aufgestellt für eine dovische Interpretation. Ja, die Fed wird die Zinsen um 25 Basispunkte anheben, so dieser Tweet. Ja, Powell wird dann ein bisschen hawkischen Talk machen, aber was immer er sagt, es wird angezweifelt, eben aufgrund der Inzweifelstellung der Machbarkeit eben dieser Aussagen von Jerome Powell. Also muss da etwas passieren. Wir sehen hier aus diesem Tweet dieses Bild, whatever Jay Powell says today, it means bye, 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 bye. Das ist genau das, was die Märkte ja in letzter Zeit machen wollten. Wir kümmern uns nicht um das, was die Fed sagt, sondern um das, was sie tun kann. Also wetten wir gegen die Fed. Wir wetten, dass wir am längeren Hebel sind. Und so steht Powell vor einer großen Gemeinde von euphorisierten Investoren und sagt, also ihr alle habt aber Unrecht. Und wenn er da irgendwie nicht wirklich, naja, mehr als ein Argument hat, um dieses Unrecht der Masse zu beweisen, und dann hat er ein Glaubwürdigkeitsproblem und das dürfte ihm klar sein, das dürfte der Fed klar sein. Also das ist wirklich eine extrem schwierige Situation und jetzt kommt etwa Jeff Gundlach, der Bond-König, der sagt also in über 40 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten würde ich deutlich empfehlen, dass die Investoren auf das achten, was die Märkte sagen und nicht auf das, was die Fed sagt. Die Fed hat ja durchaus einen schwachen Track Record in Sachen Inflation, die hat man komplett falsch eingeschätzt. Aber die Märkte haben die Fed auch ziemlich falsch eingeschätzt lange Zeit. Das ist im Prinzip die ganze Geschichte des Jahres 2022. Wie viele Rallyes haben wir gesehen? Fed Pivot, die Inflation geht runter, die Fed wird bald umsteuern und es ist nie passiert. Und die Frage ist, wird es diesmal passieren? Es wurde immer wieder gegen die Fed gewettet. Es hat immer nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, doch eine Aussage. Diesmal also allerdings soll es funktionieren. So erwarten jetzt die meisten. Aber schauen wir uns die letzten drei FOMC-Meetings an. Da gab es dann durchschnittlich einen Fall des S&P 500 zwischen 6,5 und 7%. Dazu vielleicht noch die Rede von Jackson Hole im August, als Powell diese Rallye ziemlich konterkarierte mit extrem hawkischen Aussagen. Die hat er kurz vorher nochmal extra umgeschrieben wegen der damaligen Rallye. Und das ist das, was die Märkte sagen. Die Fed sagt, wir werden die Zinsen über 5% halten oder mindestens bei 5% halten das ganze Jahr 2023. Die Märkte sagen, nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet schon bald beginnen, die Zinsen zu senken, noch in diesem Jahr, so um und bei Mitte 2023, Herbst 2023. Da werdet ihr anfangen und dann bald unter 3% sein bei den Zinsen im Jahr 2025. Also es ist ein Game of Poker. Es ist ein Game of Chicken, eine Auseinandersetzung, wer zuerst zuckt, wer nachgibt, das ist hier die große Frage. Die Märkte sagen, die Fed blufft.
Und die FED sagt, nö, wir meinen es wirklich ernst. Und die FED hat heute natürlich auch gute Argumente für ihre Ernsthaftigkeit bekommen, denn wir haben zum Beispiel die JOLTS gesehen. Das ist etwas, das Jerome Powell und die FED immer wieder in den Vordergrund gerückt haben. Das sind also die angebotenen Stellen. Und die waren deutlich, deutlich besser als erwartet, mit knapp über 11 Millionen. Eigentlich nur 10,28 Millionen erwartet. Und wir sehen, dieser Trend, der mal kurz rückläufig war bei den angebotenen Stellen, der geht wieder deutlich nach oben. Das kann und will die FED nicht unbedingt sehen, denn die FED weiß, naja, wir brauchen schon eine Entspannung am Arbeitsmarkt, der ist sehr eng. Das ist sozusagen das letzte große Argument, das die FED ja noch in den Händen hat, zu sagen, der Arbeitsmarkt, der ist doch so eng, dadurch kriegen wir eine Lohnpreisspirale. Und deswegen müssen wir da agieren. Hier sehen wir unten in dem Chart nochmal die Job Openings, die deutlich besser waren. Und wir haben dann gleichzeitig den ISM-Index bekommen, also der Einkaufsmanager-Index, der von ISM ermittelt wird. Der war sehr, sehr schwach. Aber zunächst nochmal hier zu den JOLTS. Hier sehen wir, dass es jetzt, dass die Quote, also die Ratio zwischen angebotenen Stellen und offiziell Arbeitslosen liegt bei 1,9. Das heißt, wir haben knapp 6 Millionen Arbeitslose in den USA, aber wir haben über 11 Millionen offene Stellen in den USA. Also fast auf jeden Arbeitslosen kommen 2 offene Stellen, wenn man so will. Das ist eben dieses Mismatch, wie man im Basketball sagt. Das passt irgendwie nicht. Wir haben zwar heute einen schwächeren ADP-Arbeitsmarkt gesehen, aber die FED ist da eher auf die JOLTS fokussiert, zumal ADP und dann die großen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen, oft ja doch auseinandergehen, ebenso wie hier dieser Chart unten. Da sehen Sie praktisch die ökonomischen Überraschungen, was die Gesamtkonjunktur betrifft. Da geht es eher nach unten. Am Arbeitsmarkt gibt es positive Überraschungen. Also das ist ein Gap. Normal sagt man ja, der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Und viele sagen, ja, guckt euch die Tech-Entlassungen an. Und wir sehen jetzt dann auch schon Entlassungen etwa in anderen, in konventionellen Wirtschaftsbereichen, die da der Fall sind. Aber Andreas Steno Larsen hat folgende Grafik hier mal präsentiert, die wirklich sehr, sehr aufschlussreich ist. Hier sehen wir nämlich mal die faktischen Verhältnisse bei diesen großen Tech-Unternehmen, was sie nämlich an Arbeitskräften aufgebaut haben seit Corona und was sie jetzt mit diesen Entlassungen abbauen wollen. Das ist nur ein winziger Bruchteil dessen. Also das fällt nicht so wirklich ins Gewicht, unter anderem Microsoft hat ja über 10.000 oder hat 10.000 Leute oder hat bekannt gegeben, 10.000 Leute zu entlassen. Und am Abend vorher, bevor man diese Mitteilung gegeben hat, wir werden 10.000 Leute entlassen, hat sich die Führungsriege von Microsoft nochmal ein privates Sting-Konzert gegönnt. Das ist natürlich schon ein bisschen, naja, heftig. Das wird Fragen aufwerfen. Das ist natürlich eine katastrophale Situation, wenn man so etwas tut und dann am nächsten Tag sagt, okay, wir werden jetzt mal 10.000 Leute entlassen. Aber kommen wir jetzt wieder mal zurück zu diesem ISM-Einkaufsmanager-Index, der ja sehr schwach war. Da sind wir jetzt den 5. Monat in Folge rückläufig. Wir haben einen Wert, der so schwach ist wie Mai 2020 nicht mehr, also Corona Crash Hochpunkte könnte man sagen, aber, und das ist sehr wichtig, die Preise sind wieder, oder das Einzige, was hier nach oben weist, das sehen Sie in der unteren Grafik, das sind die Preise. Das heißt, wir sind potenziell in einem stagflationären Umfeld dann, wenn wir diese Wirtschaftskennzahl ernst nehmen. Das bedeutet, die Inflation bleibt da, bleibt hoch, gleichzeitig aber geht die Wirtschaft nach unten. Das wäre natürlich ein Worst Case, und dass die Rezession kommt, zeigt nicht nur der ISM-Index, sondern eben auch das reale Geldmengenwachstum. Das ist im freien Fall sowohl nominal als auch real, also inflationsbereinigt. Da sind wir jetzt etwa da, wo wir Anfang der 80er Jahre waren, als ja die Zinsen auch extrem hoch waren. Also das ist eigentlich ein Gegenwind für Risk Assets, die ja von Liquidität profitieren. Und wenn wir jetzt zu den Märkten kommen vor dieser Festsitzung, dann sind wir jetzt mehr überkauft oder überkaufter, als wir es im August 2022 waren, als wir ja diese massive Rallye gesehen haben. Alles absolut am Anschlag, und die Märkte sagen, ach, lasst ihn doch erzählen, es wird sowieso nichts ändern. Wir sehen praktisch keinerlei Absicherungen. VIX nach wie vor sehr niedrig. Niemand ist wirklich so großartig abgesichert mit Puts. Und wie die Stimmung so ein bisschen ist, das sehen wir
Am Hausmarkt, hier haben wir eine leichte Erholung jetzt gesehen im Januar in den Daten vom US-Hausmarkt, der ja so stark gelitten hat unter dem Anstieg der Zinsen, damit auch der Hypothekenzinsen. Und schauen Sie mal die Homebuilder-Aktien an. Die sind massiv nach oben gegangen, sind schon fast wieder in Richtung Allzeithoch unterwegs. Und hier rechts in der Grafik sehen wir den sogenannten Homebuyer-Traffic, also das, was tatsächlich dann eben umgesetzt wird. Und da sehen wir so ein ganz kleines Erholungsschnipselchen. Es geht so ein ganz bisschen nach oben. Die Aktien haben aber schon sehr viel eingepreist an Erholung. Also man könnte denken, wenn man sich das anschaut, diesen Immobiliensektor, die Aktien aus diesem Sektor, dass alles wieder gut wird, aber es ist noch nicht gut. Dementsprechend ist die Frage, ob da nicht schlichtweg viel zu viel Euphorie drin ist. Und diese Euphorie haben übrigens die Insider nicht, also die Manager der Firmen jeweils. Es gibt ja die sogenannten Insiderkäufe und Verkäufe, das heißt, Manager der Firma müssen melden, wenn sie Aktien kaufen oder verkaufen. Und wir sehen, wir haben jetzt eine so geringe Quote, kriege schon richtig hohen Ton her, eine so geringe Quote von Insiderkäufen wie das ganze Jahr 2022 nicht mehr. Zum Beispiel Tesla ist da ein ganz gutes Beispiel. Seit Februar 2022 gab es keinen einzigen Insiderkauf mehr. Und wir wissen, einer hat ja eher verkauft, das war der Elono, der hat dann zur Finanzierung von Twitter ein bisschen was verkaufen müssen. Hier sehen wir jetzt mal die Bewertung des Marktes, Stock Market Valuation in Relation zum GDP, also zum Wirtschaftswachstum. Jetzt haben wir wieder eine Quote von um und bei knapp 160% in Rezessionen, oder wenn eine Rezession beginnt, dann fällt das normalerweise unter die Marke von 120, so um und bei 110. Wenn es also zu einer Rezession kommt, dann wären die Märkte massiv zu teuer. Und ich hatte vorhin die reale Geldmenge gezeigt, auch die nominale Geldmenge. Da sehen wir, das könnte ein bisschen eng werden. Eng wird es jetzt auch übrigens im Libanon. Da hat heute die Zentralbank gesagt, ach wisst ihr was, Kinder, wir werden mal unsere Währung um 90% abwerten. Die Währung des Libanon war ja gekoppelt an den Dollar offiziell. Am Schwarzmarkt wurden natürlich komplett andere Preise bezahlt. Jetzt hat man sozusagen sich in Richtung des Schwarzmarktes entwickelt. Also das wäre vielleicht nochmal ein Modell, was wir dann auch in Europa, gell, bei der EZB, wenn die Frau Lagarde sagt, also wisst ihr was, na, wir werden jetzt einmal ein bisschen den Euro abwerten, gell, gegenüber wem auch immer. Ne, das wird ihr dann schon noch einfallen. Wir hatten heute die Eurozoneninflation niedriger als erwartet, 8,5% im Januar. Das allerdings lag an bestimmten Faktoren, die ich gleich zeigen werde. Der wichtigste Faktor wahrscheinlich, dass Deutschland nicht dabei war. Die haben ja irgendwie Schwierigkeiten mit der Statistik, wollen erst nächste Woche ihre Zahlen dann veröffentlichen. Und dass in Deutschland die Preise sehr wahrscheinlich deutlich gestiegen sind, über 9% gestiegen sind im Dezember, im Januar ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Das zeigt schon ein Blick nach Österreich, das ist die untere Grafik, die Sie hier sehen. Dort liegt die Inflation knapp über 11% im Januar. Und die Österreicher sind ja mit einer ähnlich intelligenten Energiepolitik gesegnet wie wir. Erstmal alles abschalten und dann das Prinzip Hoffnung auf alternative Energien. Aber nochmal zurück zur Inflation. Die Kerninflation zum Beispiel ist nur deshalb nicht weiter von 5,2 auf 5,3% gestiegen, weil eben hier der Warenkorb verändert wurde. Und die Pauschalreisen etwas stärker gewichtet sind, die sind normalerweise im Januar billiger, weil kaum einer verreist. Dementsprechend ist diese Zahl natürlich auch mit diesem neuen Währungskorb ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dann Aussagen heute vom E.ON-Chef, der gesagt hat, also wir müssen mehr sparen, es ist der Industriestandort Deutschland gefährdet. Warum? Weil schlichtweg eben jetzt für den kommenden Winter kein Pipeline-Gas aus Russland mehr kommt. Das konnten wir ja im Jahr 2022 bis September noch wunderbar einspeichern. Jetzt hat Müller, der Grüne, der auch gleichzeitig Chef der Netzagentur ist, gesagt, also wenn wir jetzt mehr Elektroautos und mehr Wärmepumpen haben, dann steigt die Gefahr von Stromausfällen, weil wir dann ein richtiges Stromproblem bekommen könnten. Habeck hat heute gesagt, ach, wisst ihr, bis ins Jahr 2020 ist alles safe, da wünsche ich viel Glück, Roberto. Und auf der anderen Seite schauen wir uns nochmal den Immobilienmarkt an hier in Deutschland.
Da hat ja Vonovia, das größte Immobilienunternehmen Deutschlands, gesagt, ach, wir werden jetzt keine neuen Bauten mehr machen. Es wird also praktisch ein kompletter Stopp von Neubauten gemacht. Das liegt natürlich an der teureren Finanzierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich an Regulierungen, ESG, was man alles beachten muss an Vorschriften, an Dingen, die letztendlich nicht nur wegen Arbeitskräftemangel oder Lieferengpässen die Sache eben maßgeblich verteuern. Die Neubaupreise können gar nicht fallen, weil eben die Immobilienentwickler nicht günstiger bauen können angesichts dieser Kosten. Und Simon Betschinger hat hier recht, dass wir letztendlich unseren Wohlstand durch solche Überregulierungen letztendlich riskieren. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor es richtig spannend wird mit der Fed, noch zwei Artikelempfehlungen. Die IFO sagt, die Leitzinsen in der Eurozone werden auf 4% steigen im Sommer. Das wäre eine Nachricht, die für die Märkte jetzt nicht so geil wäre. Denn da wird ja maximal von 3,5% ausgegangen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Nicht nur in Deutschland ist der Immobilienmarkt ein bisschen angeschlagen, sondern weltweit, von den USA über China, über Skandinavien, über Australien, Neuseeland, Großbritannien. Da haben Sie mal einen Überblick, was da eigentlich wirklich läuft. Das droht wirklich so ein Dominoeffekt. Wenn die Preise fallen, kommen immer mehr Leute in Schwierigkeiten. Die müssen dann ihre Immobilie verkaufen und so entsteht eben eine solche Dynamik, die durchaus ein Risiko für die Weltwirtschaft sein kann. Ich hoffe, wir sehen uns um 20 Uhr zum Fed-Statement auf Finanzmarktwelt.de. Da werde ich die wichtigsten Punkte versuchen zu skizzieren. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Märkte? Und dann 20:30 ein Live-Feed, Live-Übertragung der Pressekonferenz von Jerome Powell als Video eingebunden. Und ich werde schriftlich dann diese ganze Geschichte kommentieren. Also 20 Uhr, 20:30 Uhr und davor noch diese beiden Artikel. Ich sage Servus und Ciao.